So, das ist für heute mein Frühstück. Bei mir gibt es wieder Müsli mit Dinkelflakes, Cornflakes in einer Tour, dieses Lücker, Schoko Crunch und mein Müsli und Himbeeren, Apfel, Joghurt, Hafermilch. Mittagessen, einmal bisschen Gemüse wie immer, Paprika, Radieschen, Tomaten, Karotte, Gurke. Und dann habe ich noch 3 Scheiben Brot, so Bauernbrot mit veganem Frischkäse, den von Bressot ist einfach der beste. Da unten habe ich noch Käse und Rucola drauf und da Kresse und Käse. So, ich bin jetzt von der Schule heimgekommen. Ich habe jetzt nicht so wirklich Hunger, weil ich halt 3 Brote ja gegessen habe. Aber ich habe mir jetzt Kaba gemacht mit Hafermilch und dieser Guarana, also dieser Kakao-Wach-Kakao. Und dann probiere ich jetzt dann erstmal diese Livias. Sind auch vegan, glutenfrei und ohne industriellen Zucker. Ja, die sind so cute eingepackt. Ja, es sind 4 Kekse drin gewesen. Ganz okay. Also ich habe jetzt auch nichts Krasses erwartet, weil es sind so ganz normale Keksle. Aber so 7 von 10. Also ich würde es jetzt nicht nochmal kaufen. Das sind halt lecker, aber jetzt nichts Besonderes. Wir haben jetzt 19 Uhr, glaube ich. Und ich habe mir jetzt Feldsalat gemacht mit Butternut-Kürbis, Walnüssen und Feta. Und habe zum ersten Mal jetzt mal ein anderes Salatdressing ausprobiert. Ich habe Tahini genommen, Ahornsirup, Senf, Knoblauch, ein klein wenig Essig. Ich bin jetzt mal gespannt, wie es schmeckt. Bei mir gibt es heute zum Frühstück getoastetes Bauernbrot. Das ist der Rest. Mit veganem Frischkäse, Marmelade und eine Scheibe Käse. Und dazu den Kakao mit Hafermilch. So, mein Mittagessen wird sein. Eine Ration Gemüse, wie immer. Das gleiche. Tomate, Gurke, Paprika, Radieschen, Karotte. Ja. Dann nehme ich heute Müsli mit. Apfel, Himbeeren und diese Hafer-Sojajoghurt von Alpro. Dieses Mal kein Overnight Oats, wie sonst immer. Ja, ich habe einfach ein bisschen Müsli mitgenommen. Ein bisschen von dem, mein Müsli ist da drin und dann noch von Lücker dieses Crunch, dieses Schoko Crunch. Genau. Dann gab es in der Schule Plätzchen, die wir eben gebacken haben, alle zu Hause. Und da habe ich auch ein paar gegessen, ich glaube 4 oder 5. So, ich habe mir jetzt Risotto gemacht. So Pilzrisotto, also ich habe Austernpilze verwendet und Kräuterseitlinge. Und es ist richtig perfekt. Schön cremig. Ich habe schon ewig keine, beziehungsweise ich habe mir noch nie, das hätte ich hier in der Wohnung allein Wohnrisotto gemacht. Aber ich habe gedacht, komm, nicht immer Nudeln und das ist eigentlich auch lecker. Ja. Mein Frühstück ist Dinkelvollkornbrot mit veganem Frischkäse, Marmelade und diese Chénamont-Käse. Dann Manilife, Peanut Butter eben und Banane und Hanfsamen. So, mein Mittagessen für die Schule ist wieder das gleiche wie gestern, nur diesmal mit Bananen und Himbeeren. Und ich habe den restlichen Haferjoghurt und dann den hier aufgemacht. Davon ist das meiste drin, von dem Skier ohne Zuckerzusatz. Mal schauen, wie der schmeckt. Ja, ich glaube, den hatte ich erst einmal. Also klar, die schmecken nicht so gut wie da, wo Zucker drin ist. Also Zucker finde ich ist generell nicht so viel in Alpo-Sachen drin in der Natur, aber ja, das ist halt gar nichts drin, oder? Nö. Und dann von dem Lücker Müsli, Crunchy Schoko und dann Gemüse wie immer. Radieschen, Gurke, Paprika und Karotte. Wir haben 18 Uhr. Rosenkohl. 4 Nuggets. Da sind noch 5 drin. Dann habe ich hier noch Tortellinis. Das ist auch der Rest. Genau. Das wird mein Abendessen. Ich hatte jetzt gerade noch Bingo-Nachmittag.
Ich habe veranstalte allzu, beziehungsweise ich veranstalte es nicht. Ich gebe allzu Bingo-Nachmittage mit Senioren. Ja, von 16.30 Uhr bis jetzt. Auf jeden Fall. Ja, habe ich heute noch ein bisschen was auf dem Plan stehen. Ich will noch eine Stunde lernen. Ich will noch was für die Schule anfangen. Ja. Setzt euch das auch so unter Druck? Mich setzt es enorm unter Druck, wenn ich sehe, es ist stockdunkel draußen. Und ich muss noch das machen. Kennt ihr das? Also ich finde, im Sommer sehe ich das viel gechillter, wenn so 18 Uhr ist und es ist noch mega hell. Aber ich finde, wenn es dunkel ist, ist man dann automatisch auch früher müder. Durch das Melatonin, was ausgeschüttet wird, unser Schlafhormon. Ja, auf jeden Fall habe ich mich diese Woche noch gar nicht bei euch gemeldet. Jetzt tue ich es. Und ich habe morgen keine Schule, weil wir eben so ein Seminar machen müssen. Und da wurden wir in verschiedene Themen und verschiedene Gruppen eingeteilt. Und da hat jetzt eben jeder so was zum Lesen bekommen innerhalb der Gruppe, was er eben bearbeiten muss, durchlesen muss. Genau. Und meine Gruppe, ich habe Ernährung und Migrationshintergrund, so irgendwas. Ja, das wollte ich heute Abend nämlich auch anfangen, aber ich will erst ein bisschen lernen für die Klausur am Montag. Genau. Jetzt habe ich genug gelabert. Ja, ich hoffe, das stört euch nicht. Ihr könnt ja mal gerne sagen, ob ich das stört oder ob ich so ein bisschen aus meinem Private Life erzählen soll. Also von meiner Ausbildung. Ja, dann sehen wir uns endlich später wieder, wenn man Essen. Fertiges Essen. Parmesan noch drauf. Mein Frühstück für heute. Dieses Mal nur Marmeladebrot mit Käse. Das dunkle Marmelade und hellere, also Erdbeer und so Brombeer oder was auch immer. Genau. So, wir haben jetzt 11:45 Uhr. Das ist mein Mittagessen. Ein bisschen Gemüse, Hummus. Und hier habe ich noch einen Wrap. Auch mit Paprika, Feta, Gurke und 5 Nuggets noch gefüllt und veganen Frischkäse. Das will ich jetzt essen. Ich esse jetzt noch 2 von den Toffifees White Chocolate. Und Leute, wenn ihr sie wirklich nicht probiert habt, probiert sie. Sie schmecken wirklich irgendwie wie Bueno. Also sie sind auch schon so gut wie leer. Yes. So, das ist mein Abendessen. Ein Cookie, den habe ich mir jetzt gerade nochmal warm gemacht. Ich kann es euch mal zeigen. Das ist noch ein veganer Cookie von diesen Flusies. Boah, Leute. Next Level, oder? Ja. Dann habe ich hier noch ein paar Himbeeren, weil ich halt noch kein Obst gegessen habe. Und noch mal eine Scheibe Brot. Das gönne ich mir jetzt. Die sind verloren und die habe ich hier eingefroren. Ich habe noch einen jetzt. Genau. Und ich war heute eigentlich komplett vegan. Bis auf heute Morgen meine Käsescheiben. Pre-Workout-Snack. Ist jetzt 6.45 Uhr. Und ich esse jetzt Proteinriegel und dann gehe ich ins Fitness. Good morning. Beziehungsweise ich habe mich schon kurz gemeldet. Auf jeden Fall war ich jetzt im Fitness. War jetzt kurz duschen und gehe jetzt in die Stadt. Meine Notting Hill Shopping Bag. Ja, ich gehe jetzt zum Bürgerbüro. Wegen meinem erweiterten Führungszeugnis, was ich brauche fürs Stationspraktikum im März. Und genau, dann gehe ich halt noch einkaufen. Auf Markt, Supermarkt, DM. Depot, ich will vielleicht schauen, ob ich irgendwie so ein Dings finde, so ein Adventskranz oder irgendwie noch Deko. Ich brauche auf jeden Fall noch Teelichter. Genau. Ich habe jetzt richtig spät, ich glaube, ich habe noch nicht so spät gefrühstückt, 10:30. Ich habe jetzt hier auch gerade schon die Pancakes angerührt. Ich probiere jetzt das Pumpkin Spice von DM. Meine Einkäufe liegen noch da. Ja, okay, ich muss erst mein Essen machen. Ich habe diese neue Landliebe reingemacht, Hafer. Ich würde sagen, wir testen die jetzt gerade mal kurz.
sie besser schmeckt wie Alpro. Ich meine, wenn man pur die probiert, schmeckt das immer alles noch ganz anders. Ich meine, ich probiere so keine pure Milch. Was ich gut finde, ist auch Vitamin D, Vitamin B12, Calcium, Riboflavin zugesetzt. Okay, jetzt muss ich meine Pancakes aber reinhauen. 1. Oh, die gehen sehr weit auseinander. Oh. Ich glaube, ich finde sie relativ süß. Ich weiß aber nicht warum. Also ich würde sie jetzt mir nicht nochmal kaufen. Finde ich fast Alpro besser. Aber finde ich trotzdem cool, dass Landlebe das hat. Jetzt habe ich jetzt ganz kurz noch meine Einkäufe. Also ich war kurz auf dem Markt, habe da 2 Breburn-Äpfel gekauft. Bester Apfel. Dann 100 Gramm Spinat. Alles ohne Verpackung. Boah, die gehen richtig heftig auf. Dann Feldsalat 80 Gramm. Dann habe ich noch auf dem Markt Radieschen gekauft. Das war's. Da eine Biogurke im Rewe. 2 Paprika im Rewe. Alles ohne Plastik. Ja, okay, das ist jetzt halt nicht, ne? Tomaten. Und die war im Angebot. Ich muss ganz kurz. Oh ja, ich muss die wenden. Oh. Dann habe ich noch eben Granatapfelkerne gekauft. Ich finde die echt, ich finde das mega geil, so zum Feldsalat und dann Feta und Walnüsse, finde ich mega. Leute, schaut euch das mal an. Die gehen doch mega, die gehen doch anders auf, weil da Dings drin ist, wie heißt es? Ich komme gerade nicht drauf, nicht Backpulver, Natron ist drin. Oh mein Gott, Leute. Wie geil sieht das bitte aus? Pancakes gesehen. Muss mal schauen, was da drin ist. Aber ich glaube, dass das wegen dem Natron so aufgeht. Mhm. Das ist geil. Ich bin hin und weg. Leute, tut mir leid, dass ich die euch nicht früher gezeigt habe. Beziehungsweise gezeigt habe ich sie euch aber nicht getastet. Die gibt es, glaube ich, nicht mehr. Nächstes Jahr. Die gibt es ja jedes Jahr. Nächstes Mal hole ich mir ein paar Folgen davon. Oh, das Pumpkin Spice ist richtig lecker. Ich habe noch nie was mit Pumpkin Spice probiert, gegessen. Ich mache mir jetzt Curry und das kommt einmal rein. Kichererbsen ist für mich ein absolutes Muss. Also eigentlich ist das ein Curry für mich ein absolutes Muss. Brokkoli, Paprika, Karotte und ich nehme jetzt die hier. Ich finde es toll, dass die so für so Singles gibt, so Single-Haushalt. Dann Curry kommt rein, Kurkuma. Und Würzfee und vielleicht noch das Salz. Genau. Mein Reis kocht schon. So. Das ist jetzt mein fertiges Essen. Muss später noch aufräumen. Ich habe gerade ein bisschen Abwasch gemacht. Und ich schaue Manifest. Schaue ich jetzt weiter. Ich war jetzt noch mal ganz kurz im Kaufland und habe mir noch einen Käse mitgenommen. Der war gerade im Angebot, den brauchte ich zwar nicht, aber ich habe ihn halt mitgenommen, weil er im Angebot war. Eine Zitrone habe ich noch gebraucht. Da noch ein Joghurt für nächste Woche. Frühlingsquark. Ein Feta, der war auch im Angebot. Sonst hätte ich den günstigen genommen, von der Eigenmarke, aber der war im Angebot.
Jetzt freue ich mich auch. Ich esse jetzt noch diese zwei letzten Toffifees. So, das ist jetzt mein Frühstück. Ich habe hier noch so ein halbes Brötchen gehabt, das aber aussieht wie ein ganzes eigentlich. Und die letzten zwei Scheiben Brot noch. Genau, mit Marmelade und Käse. So, bei mir gibt es jetzt einen Apfel. Ich war gerade im Fitness eben eine Stunde und habe Beine, Po trainiert eben. Genau. Mit Chantal war ich dann so auf so einem Dorffest und oder Stadtfest und da haben wir so Reis mit Kartoffeln und so gegessen und dann noch Churros mit Nutella und Oreos. Sieht das nicht geil aus? Es war so geil. So, ich esse jetzt noch ein paar von diesen, von denen hier und diesen scharf. Da ist Pfeffer drin, glaube ich. Naja, ist jetzt trotzdem